Willkommen zurück zu Let's Play Luffy and the Fortress of Doom. Dieser Part vielleicht wieder etwas kürzer, kommt drauf an, ob ich das jetzt hier hinkriege. Besser gesagt, wie schnell ich das jetzt hier hinkriege. Ich will nämlich nicht unbedingt das ausreizen, dass meine Festplatte wieder voll wird, deswegen würde ich gerne diesen Part entweder schnell kurz wenden. Ich sag mal so, sobald ich hier mit dem Turm fertig bin und speichern kann da unten, dann ist dieser Part spätestens zu Ende. So. Und hier ist dieser komische Geist. Okay. Dann, Lufia, kümmerst du dich nochmal kurz um die Heilung. So, und dann schauen wir doch mal, dass wir diesen komischen Geist hier fertig machen. Wer bist du? Dieser Turm ist meiner. Hat diese verdammte Wasserfee dich geschickt? Ich hasse Eindringlinge. Ich hasse aufgedunsene irgendwas-Viecher. Na, Flash bringt schon mal nicht so viel. Aber du kannst gerade nicht zaubern, deswegen. Was haben wir denn noch? Ja, Confuse bringt, glaube ich, nicht allzu viel. Mach du mal Frost, vielleicht bringt das ein bisschen was. Oh, 50, wow. So, dann buff ja bitte mal Drain. Nee, Frost bringt noch weniger. Und Fates normale Attacke anscheinend bringt überhaupt nichts. Nochmal Drain. Du heilst jetzt mal bitte dich selbst. Ja, das ist nötig. So, 74. Water. Oh, es greift alle an. Oh ne, hierhin. Ja, war ja klar. Gut. Dann jetzt erstmal Stronger of Fate. Guru greift mal weiter an. Hey, du musst mal ein Revive einsetzen, während du dich mal wieder selbst heilen musst. Und dann nochmal Yerin. Und sie halt dann am besten mal die Lufia. So, jetzt haben wir das doch wieder in normalen Gängen. So, du heilst mal weiter direkt. Aguro diesmal. Und du heilst wieder Lufia. Aguro einfach weiter angreifen. Du auch. Du machst jetzt mal Stronger Fate. Und du machst wieder Stronger Lufia. Dann kommt wieder ein Wasserzauber. Ich habe wieder alles durcheinander haut. So. Ich würde gerne weiter wieder mal Drain einsetzen, aber das kann ich einfach momentan nicht. Und da kommt wieder ein Wasser. Oh Gott. Ah, Yerin ist wieder drauf gegangen. Dann machst du jetzt bitte wieder einen Revive auf sie. Und du haust jetzt bitte mal eine Heal-Potion auf Aguro. Und du heilst bitte mal Fate. So. Ektoplasm. Okay. Dann machst du jetzt mal eine Heal-Potion auf Yerin. Und du gibst jetzt einfach mal Magic Jar auf Fate. Wenn sie gar keine MP mehr hat.
Und deswegen selbst eine Heal-Metric erstmal gibt. So, während du jetzt Stronger auf hier einsetzt. Achso, ja. Das hab ich wieder vergessen. Egal. So, Akku war einfach Angriff. Du machst jetzt Drain. Und dann kommt wieder ein Wasser. Oh, der ist ganz schön stark. Stronger. Fate. Und Strong auf sich selbst. Oh, und er zieht MP ab. Aha. Nicht nett. Gut, dann gibst du jetzt mal schnell der Lufia Heal Magic. Weil sie ohne MP ist, nicht gut. Die Potion auf Lufia. Und du machst eine Die Potion auf Akubo. Dann kommt wieder Wasser. Die Serien hoffentlich jetzt nicht 51 abzieht oder 52 oder. Ja, natürlich tut es das. So, Stronger Fade. Du machst ein Revive. Ich finde das gerade hier nicht gut, wie der Kampf läuft. Ja. Und da wird Lufia schon wieder die MP abgezogen. Auch ziemlich schnell, dieser Gegner. Wir kommen gar nicht so wirklich zum Angreifen, das ist ja das Doofe gerade. Nochmal Wasser. Alter, zweimal hintereinander, was soll denn der Müll? Ach du Schande, jetzt sehen wir aber auch alt aus. Und nochmal Wasser, das ist schon das vierte Mal hintereinander jetzt. Das dritte Mal hintereinander, klasse. Aber Luffy hat es noch mit 1 überlebt, toll. Okay, ich würde mal sagen, dieser Kampf war gerade nichts. Denn dass der Fate das jetzt alleine gewinnen wird, ist wohl eher unwahrscheinlich. Dass man nicht allzu viel Schaden macht und dass wir hier ziemlich oft angreifen darf. Zweimal hintereinander nehme ich. Ja. Gut, das war nichts. Also heißt es wahrscheinlich, dass wir den entweder erstmal später kalt machen. Und uns dann erstmal im Turm nochmal den anderen Weg ansehen. Und dann vielleicht erstmal in den grünen Turm reingehen, bevor wir uns dann jetzt hier um diesen Gegner kümmern, denn das wird scheinbar nichts. Ist gerade schon etwas doof gelaufen. Gut, wir müssen uns das mal wiederbeleben jetzt hier. So, dann heilen wir uns noch einmal. Das ist jetzt ja nicht so teuer. So, und dann speichern wir erstmal und machen dann beim nächsten Mal weiter. Wie gesagt, schauen wir uns nochmal kurz in dem roten Turm um. Und ja, werden dann erstmal in den weiter gucken und in den grünen reinschauen. Denn das wird hier anscheinend doch nichts. Gegen den Gegner zumindest noch nicht. Deswegen gucken wir uns erstmal um und leveln so nebenbei noch ein bisschen. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ja, das kann ich noch schnell zeigen hier. Wenn man auf No klickt, wenn er fragt, ob es weitergeht. Ruht gut. Bereitet euch für das nächste Abenteuer vor.
Ich freue mich schon, euch wiederzusehen. Ja. Vielleicht nochmal das zu zeigen. Also, ja. Hier könnt ihr jetzt, ja, hier könnt ihr euch jetzt die Ruhe gönnen, die ihr euch verdient habt. Jo. Also, bis zum nächsten Mal. Bis dann.